So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Maker 2 Online. Oh, da ist ja wieder eine ID, was das wohl sein mag. Ja, ich habe wieder ein cooles Level gefunden. Auch wieder ein nachgebautes Level aus Super Mario Odyssey, und zwar das Forstland, beziehungsweise Steam Garden. Und ja, natürlich habe ich auch wieder Cappy dabei, ne? Wie ein richtiger Super Mario Odyssey Fan das auch haben sollte. Ja, und habe ich mir auch noch nicht angeschaut, ne? Aber hat auch wieder von außen sehr schön gewirkt, und deshalb dachte ich mir, jawohl, zocke ich wieder mit euch, ne? Und vielleicht können wir ja wieder staunen, ne? Sammle mindestens 15er Münzen und erreiche das Ziel. Und eine Mission gibt es ja auch. Okay. Da ist die Odyssey. Oh, nice. Die sieht auf jeden Fall auch wieder sehr schön aus. Die Odyssey. Muss ich schon sagen. Was soll das hier werden? Weiß ich nicht. Ich gehe auf jeden Fall erstmal in die Tür. Komme ich dann in die Odyssey? Nee. Ach so. Hier ist dann das Ziel. Oder was? Okay. In Ordnung. Aber warum ist dann da die Tür da? Ich weiß es nicht. Schauen wir auf jeden Fall mal. So, wo muss ich denn hier hin? Ah, nee, ich muss andersrum kommen. Doch, doch, ne? Ich muss. Okay. Ich muss anscheinend doch von der Seite kommen. Ne? Da geht es wohl nicht weiter, da ist eine Mauer. Also ich muss das Level rückwärts langlaufen. So, hier sind auf jeden Fall die Bäume, ne? Alles klar. In Ordnung. Red Coins gibt es auch. Von mir aus. Ja, die Bäume sind auf jeden Fall schon mal ganz schön, ne? Kann ich sagen. Also da kann man nicht meckern. Die Bäume, die sind schön. Und ich kletter an den Donutblöcken. Quasi. Ja, doch. Also auf den ersten Blick sieht es ganz schön aus. Hier gibt es einen Pilz. Alles klar. So. Ich denke, das ist dann der Anfangsbereich, ne? Würde ich jetzt mal schätzen. Das ist der Anfangsbereich. So, und hier ist jetzt. Ist das jetzt hier der Abteil mit der Sphinx? Oder was soll das jetzt darstellen? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Also noch erkenne ich es nicht so gut. Ah, doch. Doch, doch, doch. So, genau. Dann ist hier dieser Raum, ne? Wo es nach oben geht. Genau. Hier geht es ja dann quasi nach oben. Ja, genau. Ja, doch. Jetzt erkenne ich es. Am Anfang war es ein bisschen. War es noch ein bisschen verwirrend, aber doch. Ja. Wir sind jetzt hier oben, ne? Genau. Da, wo es auch Gumbett gab, ne? In der Nähe. Ich glaube, Gumbett war sogar hier, oder? Ich weiß es gar nicht. So, hier auf jeden Fall noch ein paar Pflänzchen, okay. Was soll das hier darstellen? Dieser Abteil? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ne, aber ist auf jeden Fall schon mal bisher schön gemacht. Doch, kann ich mich nicht beschweren. Also das andere Odyssey-Level hat mich zwar ein bisschen mehr vom Hocker gehauen, aber muss ja nichts heißen, ne? Vielleicht sage ich hier später auch, oh wow, ist ja voll toll und so. Hier geht's rein. Okay. Ja, dann lass mich mal. Dann lass mich auch mal da rein. So. Oh Mann. Jetzt fall doch nicht da und runter. Mensch, ist ja schlimm. Ich weiß aber nicht, was die Dreiecke darstellen sollen. Da habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. So, was ist das jetzt hier? Bonusraum, okay. Soll das irgendeinen bestimmten darstellen? Weiß ich nicht. Aber scheint mir nicht so, oder? Ich glaube, das ist ein eigener Bonusraum. So, eine von fünf 10er Münzen haben wir auch.
Nice. Gut, dann gehen wir wieder nach oben. Na toll. Ich falle hier dauernd runter. Das ist böse. Ja, richtig böse und so. So. Dann lass mich mal hier hoch. Ah, hier. Ah. Ah, mit der Superballblume. Aber irgendwie. Also sieht zwar schön aus und alles, aber das kommt nicht annähernd ans Odyssey-Feeling ran wie das andere Level, ne? Vor allem die Superballblume. Was hat die Superballblume mit Odyssey zu tun? Wie gesagt, also optisch schön und so, aber irgendwie. Ne, da fand ich das andere Level besser. Oder? Was meint ihr? Also da fand ich, da war das Hutland definitiv besser nachgebaut von dem anderen Typen da, ne? Finde ich jetzt. Irgendwie, ne? Ja gut, das Hutland ist natürlich auch wahrscheinlich einfacher zum Nachbauen, ne? Einfach weil es eine kleinere Welt ist und so. Aber trotzdem, ne? Trotzdem fand ich das Hutland schöner. Irgendwie, ne? Ich weiß auch gar nicht, was soll das wieder darstellen, ne? Es hat doch nichts mit dem Forstland zu tun. Was soll denn das hier mit dem Forstland zu tun haben? Ne, irgendwie. Ah, da war das andere Level um einiges besser. Doch. War das andere Level echt um Längen besser. Irgendwie, das ist auch so verwirrend gebaut hier, ne? Kommst du gar nicht klar. So wirklich. Jetzt bin ich wieder hier, okay. Unten war... War unten noch ein Weg? Ah, stimmt, ja, doch, da war noch ein Weg. Hier, ne? Genau. Was soll das jetzt so ein Blumenfeld darstellen? So ein Blumenpfad. Wahrscheinlich, oder? Würde ich jetzt mal spontan schätzen. Aber irgendwie... Ja, also das Hutland, das hast du echt viel besser wiedererkannt. Also das Level ist echt nicht schlecht hier, ne? Aber... Ah, kann man drüber streiten, ne? Kann man drüber streiten, ob man da das Forstland komplett wiedererkennt. Also, es geht, ne? Es geht. Aber es ist mir auch ein bisschen zu verwirrend, wie gesagt. Zu verwirrend aufgebaut und so. Aber das Forstland nicht so verwirrend. Habe ich noch eine rote Münze übersehen? Okay, Zeitdruck haben wir auch. Ist natürlich sehr sinnvoll. Sehr gut. Vor allem das... Was hat das mit dem Forstland zu tun? Das hat so gar nichts mit dem Forstland zu tun. Ach so, ja, okay, jetzt erkenne ich's. Ah, nee, das ist dieses Untergebiet oder was, wo man vor dem T-Rex flüchtet. Ja, ja, okay. Aber da war das andere Level besser. Tut mir leid, dass ich das so oft erwähne, aber es ist halt so, ne? Es ist halt wirklich so. Ich hoffe, ich schaff's jetzt auch noch. Das Level zu beenden, weil ich hänge hier schon ewig rum, ne, in dem Level. So, Zielbedingung ist auf jeden Fall geschafft. Komme ich jetzt auch ins Ziel? Ah, stimmt, das Ziel, das war ja auch bei der Odyssee, ne? Aber wahrscheinlich stellen die 10er-Münzen auch die Monde da so ein bisschen. Ne? Wahrscheinlich. Komme ich hier vielleicht zur Odyssee? Auch nicht, ne? Auch nicht. Oh nein. Nicht wieder. Nein. Da ist ja auf jeden Fall Zeitdruck.
Ja, lass mich halt in die Röhre. Ja, das schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Das schaffe ich jetzt eh nicht mehr. Kannst du vergessen. Ja. Nee, aber pff, nee, das zocke ich auch nicht zu Ende. Tut mir leid, das. Nee. Fand ich jetzt nicht so arg beeindruckend. Tut mir leid. Cappy wird natürlich auch wieder ausgezogen. Und für den restlichen Part gehen wir wieder in die Detailsuche, würde ich sagen. Haben wir ja das letzte Mal auch schon gemacht. Und heute suchen wir dann noch nach dem ein oder anderen Rätsellevel. Ihr wisst, ich hasse Rätsellevel. Aber heute möchte ich tatsächlich ausnahmsweise mal in die Kategorie reinschauen. Ich werde wahrscheinlich auch gar kein Rätsellevel lösen. Ich bin da der größte Lappen, aber ich finde, Rätsellevel haben auch nichts mit Mario zu tun. Also, ja. Ne? Spielen wir einfach mal, aber keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich da groß was reißen kann. Also wirklich nicht. Ne? Glaube ich wirklich nicht. So. Hier erstmal den Munch aktivieren. Ja, okay. Und da ist das bloß so Aktiviergedöns. Scheint so, ne? Also groß rätseln muss ich hier bisher noch nicht. Aber es, ja, wäre mir natürlich auch recht, ne? Wenn ich hier bloß Dinge aktivieren muss. Und so. Und der Rest löst sich dann von automatisch. Wäre mir auch recht. Ehrlich. So. Was passiert hier jetzt? Ah ja. Dann kann ich hier das hier machen. Ja, bisher geht's klar, ne? Bisher muss man nicht so viel rätseln. Tatsächlich. Aber finde ich gut. Finde ich echt gut. So, mit euch kann ich nichts machen. Ah, hier. Hier komme ich jetzt durch. Aha. Ja, also das ist wirklich, ja, doch ziemlich automatisch, ne? Also da brauchst du nicht viel selber überlegen. Einfach bloß gucken. Okay, was kann ich aktivieren hier? Hm, komm. Ja. Natürlich, das ist jetzt ein bisschen knifflig mit den Trampolinen. Da das richtige Timing zu finden. Aber gut, das liegt ja nicht am Level. Das liegt am Spiel selbst. Okay, jetzt habe ich's. So. Ne, also bisher doch schönes Level. Muss ich unten lang? Wahrscheinlich schon, oder? Na gut, hier gibt's Bonusgedöns. Auch gut. So, dann gehe ich mal hier lang. Mal schauen. Ja, wo soll ich jetzt lang? Ich gehe erstmal rechts lang. Rechts vor links, wie im Straßenverkehr. Ja, und jetzt? Ah! Und hier ist ein Panzer. Und der stößt dann irgendwann hier dagegen, oder muss ich hier das. Aha. Okay. Auch nicht schlecht, ne? Ah, und dann fährt sich das hier raus. Ach so, ich hätte eh erst rechts lang gemusst. Okay. In Ordnung. Sowas finde ich auch immer faszinierend, ne? Sowas ist ja jetzt nicht wirklich Rätselgedöns, ne? Du musst halt aktivieren, was da ist, ne? Und dann betätigt sich halt irgendein Mechanismus. Aber finde ich auch ganz faszinierend, ne? Tatsächlich. Solche Level sind auch oft echt gut gemacht, ne? Tatsächlich. Was muss ich jetzt tun? Wieder oben lang? Ah, jetzt kann ich das hier aktivieren. Ah! Okay. Ja, immer bloß ein bisschen umschauen, ne? Dann klappt es schon. So, und hier sprengt der das jetzt wieder weg. Okay, und dann kann ich hier unten lang. Ja, das ist genial gemacht. Doch. Es ist echt genial. Finde ich schon. So, dann bin ich wieder am Checkpoint. Okay. Und jetzt hier in die Tür. Okay. So, und jetzt. Ah, jetzt aktiviert sich das auch wieder automatisch. Alter, holy shit. Und ich bin im Ziel. Ne, das war toll. Das war toll. Doch, wirklich.
Good job, muss ich schon sagen. War nice. Kriegt auf jeden Fall auch einen tollen, ne? Ne, war toll, wirklich. Auch der ganze Mechanismus, wie das geklappt hat und so. Was machen wir jetzt? Remote Control Master, das klingt auch interessant. Das möchte ich heute noch anschauen. Aber ich denke, danach war es es dann auch schon, ne? Eigentlich könnte ich das Video auch jetzt schon beenden, aber ich möchte halt nicht bloß zwei Level im Part haben. Wäre ein bisschen lame, oder? Ich weiß nicht. Und hier muss ich jetzt einfach bloß den Weg praktisch für den Koopa erstellen, quasi. Ne? Also den Koopa leiten, quasi. Oder hier die Bombe. Okay. Na hoppla. Ah. So. So. Und so. Und dann zack. Jawohl. Einfach bloß ein gutes Timing. Okay. Ja doch. Gefällt mir auch. So, hier den. Ja, hier den P-Switch aktivieren. Solange keine Gegner da sind. Ja. Jetzt! Komm. Ah, der braucht immer ein bisschen zum Fallen, ne? Jetzt. Komm. Hier wieder zu spät. Jetzt. Komm. Knapp. Da brauchst du gutes Timing. Du. Ah, das war wieder zu spät. Jetzt. Jawohl. Nee, ist auch ein tolles Level. Doch. Finde ich schon. Okay. Aber was muss ich. Ah, hier muss ich jetzt einfach bloß die Dinger aktivieren oder was? Ah, den Koopa, den Goomba töten. Wie komme ich auf Koopa? Den Goomba töten, oder? Wahrscheinlich. Ja, irgendwie. Irgendwie finde ich nicht das richtige Timing. Mache ich das überhaupt richtig? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß es nicht. So. Ah, komm schon. Ah, du blöde Kuh. Ah, Mann. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg es echt nicht hin. Du. Jetzt. Jetzt mach doch auf. So. Geht doch, Mensch. So, dann hier das. Okay. Ja, aktivier mal. So, zack. Jawohl. Und Checkpoint. Okay. So, und da muss ich jetzt den Fragezeichenblock treffen. Okay. Na hoppla. Nach oben werfen solltest du vielleicht auch. Aber das ist auch wieder toll gemacht. Auch wieder ein schöner Mechanismus. So, jetzt. Und dann. Ah, dann kriege ich einen Pilz, dass ich mich hier treffen lassen kann. Ah ja. Nee, ist schon sehr durchdacht. Das ist wirklich sehr durchdacht. So. Na, hier brauche ich wieder das richtige Timing. Na. Jawohl. Und dann noch beim anderen. Alter. Jawohl. Und durch die Röhre. Nice. So, hier, zack. Was muss ich hier machen? Ah.
Ah! Dann wird die Bombe angezündet und dann, genau, dann explodiert es hier. Hey, das ist ja genial. Das ist ja genial. Echt gut gemacht. So, zack, zack, zack. Und der macht mir den Weg frei. Ja, hä? Ach so, ja, den On-Off-Block betätigen, klar. Okay. Bis gleich, wir sehen uns an der Stelle. So, und weh, jetzt klappt's nicht. So, jetzt bin ich klüger. Ha, diesmal nicht. Oh, ah. So, okay. Noch den Koopa-Panzer zerstören. Ja. Okay, und das war's tatsächlich auch schon. Also kurz vorm Ziel gestorben. Na, okay. In Ordnung. Leute, ich würde sagen, war doch wieder ein toller Part, oder? Ja, doch. War wieder ein toller Part, würde ich behaupten. Und ja, wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen und tschüss.